Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch die Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Wenn ihr steht von einer neuen Serie, Serie heisst Beziehungskiste, göttliches Know-how für deine Partnerschaft. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber das andere Geschlecht ist ja schon manchmal eine Blackbox, wo man nicht so recht weiss, was ist wirklich drin, wie funktioniert ein Mann, wie funktioniert eine Frau. Und vielleicht bist du von das Äußerliche, findest mega attraktiv, dass du sagst, oh, der Mann hat ja mega ein Sixpack und die Frau, ihr Lächeln hat mich mega bezaubert oder ich finde es unherzig, wie der Mann umgegangen ist mit meinem Göttibub oder so. Aber wenn man sich ein bisschen näher kommt und mal die Schachteln auftut, merkt man plötzlich, ui, gar nicht so einfach. Oder die Frauen, die wünschen sich, dass wenn der Mann dann mal heiratet, dass er sich dann ändert. Ich sage dann, ja, ich bringe es dann schon dazu an, dass wenn ich ihn dann heirate, dass er dann in die Kirche kommt zum Beispiel. Aber du kannst niemanden verändern, nur dich selber. Oder die Männer sagen, ich hoffe ganz, ganz fest, dass meine Frau, wenn ich sie heirate, sich nicht ändert. Jedenfalls äußerlich nicht. Und so haben wir die Herausforderung Mann und Frau. Wir möchten in diese Beziehungsserie einstarten und anschauen, was können wir von Gott lernen, der selber Beziehung lebt und ein Vorbild ist in Sachen tiefe, gute, glückliche, erfüllende Beziehung. Und wir möchten auch in die Bibel hineinschauen, weil es hat ganz, ganz viel Know-how drin. Wie können wir eine Beziehung leben, die wirklich gut ist. Und vielleicht sagst du, ja, aber ich bin gar nicht verheiratet, ich bin Single, ich bin nicht auf der Suche nach jemandem. Und ich glaube, es ist auch für dich heute am Morgen etwas ganz Wertvolles drin, dass, weil das, was ich heute Morgen Start von dieser Serie wird bringen, nämlich Vision in der Partnerschaft, das kannst du eins zu eins in ein Team umsetzen. Oder in deiner Familie, oder mit dem Wegekollegen, Kollegin. Weil Beziehung, das haben wir überall, das haben wir nicht nur in der Ehebeziehung. Wenn ich Ehebeziehung rede, meine ich auch Partnerschaft. Und wenn ich Partnerschaft meine, meine ich auch Ehebeziehung oder Freundschaft. Ich will es nicht immer dreimal hintereinander anhängen, sonst sind wir morgen da. Aber es geht darum, Beziehung, die nicht nur da ist, um ein bisschen Fun zu haben, sondern wo wir wirklich sagen, hey, wir möchten miteinander unterwegs sein. Das Ziel dieser Message heute ist, was ist die Vision und das Ziel von unserer Partnerschaft? Und dann, wie können wir es umsetzen? Wir haben auch in dieser Serie haben wir gesagt, wir möchten einen Bibeltext besonders anschauen. Und er wird alle Sonntag, es sind etwa 7 Mal, wird er immer wieder vorkommen. Der steht im Kapitel 5, Epheser 5, Epheserbrief, den Paulus geschrieben hat. Und wir möchten das miteinander anschauen und vertiefen. Und dort steht, Epheser 5, 31 steht, das ist der Paulus, der geschrieben hat, er zitiert eine Stelle aus dem Alten Testament, ganz, ganz am Anfang, wo Mann und Frau von Gott geschaffen worden sind. Und es heißt, in der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis, aber ich deute es auf die Einheit von Christus und die Gemeinde. Was ist denn das große Geheimnis? Vielleicht sagst du, ja, die Einheit zwischen Mann und Frau, das ist wirklich ein grosses Geheimnis. Also manchmal denke ich, die Frauen, die schnallst du nicht. Oder? Dann haben sie einen ganzen Schrank voller Schuhe und dann müssen sie wieder Schuhe posten gehen. Ich glaube, das ist das grosse Geheimnis. Im Urtext heißt es Mega Mysterion
Und vielleicht hast du auch schon gedacht, ja, also mein Schatz ist wirklich ein Mysterium. Und wieso wollen die Männer, wenn sie in einer Gruppe mit anderen Männern sind, immer so mehr oder besser von sich reden, als sie eigentlich sind? Was ist das grosse Geheimnis, das Paulus da meint, das Mega-Mysterium? Und ich glaube, es geht nicht darum, in erster Linie um die Einheit zwischen Mann und Frau, wo das wirklich auch ein Geheimnis ist, sondern es geht um das Geheimnis, und zwar die Parallele oder das Abbild, wo Mann und Frau in einer Ehe haben zu Jesus und seiner Gemeinde, zu seiner Kirche. Und da geht es nicht um ein Gebäude, sondern es geht um die Menschen, die Jesus ernst nehmen. Das Geheimnis ist, dass die Ehe ein Abbild Parallele ist zu Jesus und seinen Gläubigen, zu den Menschen, die ihn ernst nehmen. Und darum kannst du für eine glückliche Beziehung ganz, ganz viel lernen von Jesus. Wie ist er umgegangen mit dir? Ihr seid die Gläubigen, gemeint. Ihr habt eine Beziehung zu Jesus. Wie sieht die Annahme aus? Wie sieht seine Liebe aus? Wie sieht es aus, wenn Fehler passieren? Und eine Ehebeziehung soll oder darf oder soll immer mehr ein Abbild sein von dieser Beziehung, die Jesus mit der Gemeinde hat. Das ist das grosse Geheimnis. Bist du überfordert? Ja, ist ja gut auch, wenn du überfordert bist. Du sollst überfordert sein. Ich glaube, das ist eine gute Position, wenn wir überfordert sind, zu sagen, ja, wie soll denn das funktionieren? Mit welcher Liebe hat Jesus seine Gemeinde geliebt? Und das steht im Epheser 5, 2, im gleichen Kapitel, ganz am Anfang kommt das vor. Später dann auch noch im Vers 25, und wir lesen auch mal Vers 2. Was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine Liebe, wo Jesus gemeint, die Gläubigen, Menschen, die Jesus ernst nehmen, geliebt hat? Und da steht, euer Leben soll von Liebe geprägt sein, wie auch Christus uns geliebt hat. Ja, das heißt, oh ja, Liebe ist gut, Liebe ist wichtig. Oder? Aber was ist das für eine Liebe? Denn er, Jesus, hat sich selbst als Gabe und Opfer für unsere Sünden gegeben. Wahre Liebe ist nicht selbstsüchtig, sondern aufopferungsvoll. Und es hat Jesus alles gekostet, um die Beziehung zu haben, zu euch, zu mir. Die Liebe zeigt sich, dass er stellvertretend für mich alle Schuld auf sich genommen hat. All das Schlechte, das Selbstsüchtige, das Böse, für das gestorben ist. Das ist Liebe. Das ist aufopferungsvolle Liebe. Und vielleicht sagst du, jetzt bin ich noch mehr überfordert. Ist voll okay. Weil das Kreuz, dort wo Jesus die Schuld gezahlt hat, das ist der Beweis, dass Jesus Türen aufgemacht hat in einer Beziehung zu Gott, wo er sagt, ich nehme dich an, damit du deinen Partner kannst annehmen. Ich liebe dich, auch wenn du keine Liebe erlebst in deiner Beziehung, damit du kannst Liebe weitergeben. Ich will dich, auch wenn vielleicht jemand anderes dich nicht will, damit du anderen kannst und sagen sie, für sie da sein und sagen, hey, ich bin für dich da. Versuch nicht, deine Partnerschaft selber irgendwie zu lösen, weil es ist wirklich eine Blackbox. Es ist wirklich, wir sind überfordert. Wenn wir gleich sollen handhaben oder leben, die Beziehung leben, wie Jesus mit seiner Gemeinde lebt, sind wir überfordert, absolut. Aber er macht es möglich, durch das, dass er am Kreuz gestorben ist, damit wir seine Liebe bekommen, beschenkt werden, um andere Menschen zu beschenken, unseren Partner zu beschenken. Was ist denn Gottes Vision, wenn wir haben Vision, Partnerschaft, was ist Gottes Vision und Absicht
für die Ehe oder für die Partnerschaft. Und die allgemeine Vision, die steht ganz, ganz am Anfang von der Bibel, Schöpfungsbericht, wo sagt, hey, ich möchte Menschen machen, also du bist zuerst mal gewollt, ich möchte Menschen machen, die mir ähnlich sind, du bist geschaffen für eine Beziehung und ich möchte sie beschenken, segnen, dass sie für andere ein Segen sein können. Das ist mal so die allgemeine Vision, die Gott hat für eine Partnerschaft. Du bist beschenkt, um deinen Partner zu beschenken. Und versuche es nicht selber zu machen, sondern ich möchte dich einladen, zu Gott zu gehen und sagen, hey, meine Frau tickt aus, die ist mühsam. Hilf mir, sie zu lieben, hilf mir, sie zu vergeben, also ihr zu vergeben. So. Genau. Manchmal haben wir so das Gefühl, dass einfach so ein ist einfach so ein, die Beziehung soll einfach so ein Genussbeziehung sein, oder? All you need is love. Das haben schon Beatles gesungen, oder? Es geht einfach um Liebe. Du musst einfach lieben, 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 lieben. Dann kommt das schon gut. Aber die Ehebeziehung ist für mehr geschaffen, als einfach zu lieben. Gott hat noch eine andere Vision für deine Beziehung. Und das lesen wir auch ganz am Anfang von der Schöpfungsbericht, im zweiten Teil von der Schöpfungsbericht. Story 1. Mose 2, 15, das heißt: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, Adam und Eva, und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Oder Gott sagt nicht, hey, ich habe da einen wunderschönen Garten gemacht, jetzt darf er in den Liegestuhl sitzen, hey, Engel, hol da noch ein paar Orangensäfte, so. Dürfen die Sachen chillen, geniessen. Sondern nein. Gott sagt, hey, jetzt stelle ich euch einen perfekten Ort, dass ihr das dürft gestalten, bebauen und bewahren. Und gestalten heisst, und ich weiß nicht, wer hat gern Salat? Salat ist wunderbar. Okay, Salat aus dem Garten ist noch besser. Ja, frisch. Jetzt, wenn du Salat aus dem Garten möchtest haben, Salat, wo du nachher isst, dann musst du es pflanzen und gießen, ganz viel gießen und begieren und schauen, dass es wirklich wächst. Und die, die im Garten haben, die wissen, es gibt noch etwas anderes, was ganz, ganz wichtig ist. Das ist mal das Bebauen, mal das Machen. Da gibt es Schnecken. Und die Schnecken, die lieben Salat. Und du kannst nicht dem Schneckli sagen, Schneckli, das ist auch gut, das ist für dich und der Salat ist für mich. Funktioniert nicht. Du kannst auch nicht dem Schneckli sagen, Schneckli, da ist mein Nachbar. Es hat 7 Salate, gar nicht über. Funktioniert auch nicht. Manchmal musst du wirklich intervenieren und die Schere für ihn holen. Und es geht wirklich darum, dass wir unsere Beziehung anfangen zu bebauen, aber auch beschützen, zu bewahren und zu sagen, hey, wir müssen auch für die Beziehung schauen. Er sagt auch nicht, Adam und Eva, okay, das ist eine Palme, die müsst ihr so und so beschneiden und das Pflänzchen braucht im Fall jeden zweiten Tag Wasser, sondern er gibt ihnen den Garten, er gibt ihnen Verantwortung über den Garten, um das einfach zu machen. Er sagt auch nicht einfach, hey, im Fall Adam, das ist im Fall ein Giraffe, kein Esel, sondern sie dürfen das Tier benennen, so wie sie es sehen. Es ist das Bebauen und das Bewahren. Gott gibt Adam und Eva, den ersten Menschen in dieser Ehe, gibt er ihnen eine Verantwortung, das zu kultivieren und anders zu machen oder so zu machen, wie sie es für gut empfindet. Was heisst denn das für deine Beziehung? Was heisst Bebauen? Und wir haben ganz oft haben wir die Vorstellung, es passiert einfach von alleine. Oder du musst einfach dich lieben und dann funktioniert das. Und ich kann dir sagen, nein, es funktioniert nicht. Es gibt keinen Status quo. Du wirst entweder wachsen in der Beziehung oder du wirst schrumpfen. Und Gott gibt dir auch nicht einfach ein Pflichtenheft, wo er sagt, hey, du musst das und das auch noch machen und dann funktioniert es. Sondern er gibt uns in unserer Beziehung, ob das jetzt eine Freundschaft ist oder eine Ehe, gibt er uns ein Mandat. Was heisst denn das, ein Mandat? Er gibt uns die Verantwortung,
Verantwortung, unsere Beziehung zu bebauen und zu beschützen. Und wenn du wirklich willst profitieren und wirklich möchtest, dass es funktioniert, dann am besten unter seiner Führung. Unter seiner Hilfe. Führung ist manchmal so ein schwieriges Wort. Wir haben nicht so gern geführt. Aber ich glaube, wenn wir das Mandat übernehmen und sagen, hey, ich schaue für die Beziehung, dann am besten unter seiner Hilfe. Was heisst jetzt bebauen in einer Beziehung? Epheser 5,31 heisst es ja, dass ein Mann oder Frau auszieht vom älteren Haus und dann werden es eine Einheit, Mann und Frau. Und ich glaube, das ist auch das Bebauen, dass du darfst ausziehen von dir heim und darfst eine neue Familienkultur aufbauen. Dass du sagst, hey, das habe ich so nicht erlebt, zu Hause, in meiner Familie, aber ich möchte eine Kultur haben, wo wir einander feiern tun. Die kleinen und grossen Sachen, weil es ist so oft, schauen wir nur auf das Negative, was alles nicht gut ist. Also, wir möchten gerne feiern. Und Gott gibt dir die Verantwortung, gibt dir das Mandat, um zu sagen, hey, wie möchtest du in deinem Beziehungsumfeld, in deiner Partnerschaft, eine Kultur aufbauen, wo andere Menschen aufgebaut werden, wachsen, gedeihen. Und vielleicht sagst du auch, hey, wir möchten auch einander Sorge geben und einander annehmen, so wie Jesus die Gemeinde angenommen hat. Und nicht nur schauen, wo hat es da so Speckröllchen. Auf Englisch heisst es Love Handles, dann besser. Sondern wir möchten einander annehmen und das aussprechen. So oft denken wir an gute Sachen, aber sprechen es nicht aus. Und sagen, nein, wir möchten eine Kultur aufbauen, wo wir einander wertschätzen, wo wir das einander zusprechen. Hey, das und das ist schön. Und wo Jesus auch lernt. Hey, wie nimmt Jesus dich an? Wie macht er das? Er sieht das Potenzial in dir. Er sieht das, für was du geschaffen worden bist. Und er setzt alles daran, dass du immer mehr der Mensch bist, wo Gott geschaffen hat. Ja, das können wir eins zu eins übertragen in unsere Ehebeziehungen und sagen, das ist ja das Abbild. Darum sollen wir das auch machen, wie Jesus das für uns macht. Ihr dürft als Paar Ziel setzen und von Visionen träumen. Und ich glaube, wir profitieren am besten davon, dass wir Gott einbeziehen und sagen, was ist dein Plan für unser Leben? Was hast du uns in uns eingelegt? Dann gibt es ja auch noch das Beschützen. Und ich möchte euch einfach sagen, warte nicht darauf, bis dein Partner sich verändert. Warte nicht darauf, bis irgendwie, keine Ahnung, irgendetwas passiert. Wird nicht passieren. Schiebe auch die Verantwortung Gott nicht ab und sage, ja Gott, du musst, oder? Wir beten ein bisschen, dann musst du schauen. Nein, Gott hat dir die Verantwortung gegeben, zum Bebauen, zu bewahren, zu beschützen, Neues zu kultivieren. Vielleicht sagst du, es wäre vielleicht nicht schlecht, einen Abend zu haben, das zweite, so ein Eheabend. Aber Gott sagt ja nicht, du musst am Mittwoch 7:30 für eine halbe Stunde Eheabend machen. Das kannst du, das könnt ihr miteinander entscheiden. Sagen, das ist unser Ziel, wir haben eine Eheabend, weil es läuft so viel um uns herum und damit die Beziehung wirklich vertieft wird und glücklich ist, haben wir so einen Abend, wo wir füreinander beten. Und all das Destruktive, was sich ansammelt, könnte Gott anlegen. Auch das Destruktive gegenüber einem Partner, wo ich finde, ja, also so eine mühsame Kiste. So eine mühsame Person. Gott hat den Menschen eine perfekte Umgebung gestellt und gesagt, hey, du darfst Verantwortung übernehmen, du darfst entwickeln, du darfst Neues machen, du darfst kreativ sein. Und das Gleiche sagt er auch für deine Beziehung, für deine Ehebeziehung. Und ich glaube, wie der Garten ist eine Beziehung, oder Beziehung schaffen, ein Handwerk, wo du lernen kannst. Vielleicht sagst du, hey, es hat so viele Mauern, so viele Schwierigkeiten, so viele Steine im Weg. Da hat es kein Humus in diesem Garten, es hat nur Steine.
Aber genauso, wie es für Jesus möglich war, das steinerne Herz, das wir haben, all das, was im Weg gelegen ist zwischen uns und Gott auf die Seite herum, so kann er dir auch helfen. Jetzt ist die Frage, ja, wieso denn Vision? Und wieso, für was braucht es denn überhaupt eine Vision? Was ist denn eine Vision? Ich mache ein Bild aus dem Garten raus. Stellt euch vor, oder Vision ist, wenn ich und meine Frau sagen, unsere Vision ist, die besten, reifsten, feinsten, saftigsten, grössten Tomaten zu haben aus dem Dorf. Das ist unsere Vision. Ein Ziel ist eine Vision mit einem Datum. Dass wir sagen, wir haben die grössten, saftigsten, feinsten Tomaten bis im Sommer. Wert wäre es, dass du sagst, ja, was leben wir jetzt schon? Was machen wir jetzt schon? Wie handeln wir jetzt schon? Und das wäre, okay, wir sind am Salat, am Tomaten ansäen und die pikieren und schauen, dass die wachsen. Und am besten ist dann eine Vision, oder eine Vision ist dann gut, wenn sie eine Antwort ist auf eine Not. Das würde heißen, dass wir sagen, wir haben die besten, feinsten, saftigsten Tomaten bis im Sommer, weil unser ganzes Dorf hat keine Tomaten. Die haben kein Vitamin T für Tomaten. Die brauchen das. Das geht nicht ganz schlecht. Und wir haben die saftigsten Tomaten, damit wir ein Tomatenfest machen und alle einladen und dann, genau, haben sie Tomaten. Das wäre eine gute Vision. Ich glaube auch, darum ist auch die Message auch gut, oder ich hoffe, es löst auch viel aus, weil wir so oft beschäftigt sind mit unserem Alltag. Ist ja so, wir haben so viel auf unserem Buckel und wir sind so beschäftigt, dass wir das Warum, was eine Vision braucht, warum es ein Ziel braucht, aus den Augen verloren haben. Und darum möchte ich über die Kraft vom Warum reden. Ich glaube auch, wer kein Ziel hat in einer Ehebeziehung, hat keinen Weggefährten. Und ich glaube, wir wünschen uns das alle, dass wir jemanden haben zu unserer Seite, wo wir Berge erklimmen können, wo wir unterwegs sein können. Ein Freund, eine Freundin, ein Weggefährte. Und ich möchte die Kraft vom Warum mit etwas erklären, was ich da in dieser Kiste drin habe. Voilà. Nur ein Fußball. Was braucht es, oder was ist das Ziel vom Fußball? Wo sind da die Fußballfreunde? Come on, lass mich nicht allein. Was ist das Ziel vom Fußball? Genau. Das Runde muss ins Eckige. Tore schießen, Goal schießen. Ja. Und jetzt haben wir das zweite Bild. Stell dir vor, es hat kein Goal. Ja. Da ist der Trainer nebendran und der würde dann der Mannschaft zuschreien und sagen, kennt alles, macht das, was ich euch erzählt habe. Und alle stehen auf dem Feld und denken, wo hin soll ich den Ball schiessen? Und die einen sind vielleicht schon in die Dusche verschwunden, weil es irgendwie langweilig ist. Ohne ein Ziel, ohne ein Goal. Und du kriegst einfach in den Ball rum und versuchst irgendwie etwas zu machen, versuchst vielleicht gut auszusehen. Aber es macht keinen Sinn. Es braucht das Ziel, dass du motiviert bist, dass du Freude hast, dass du sagst, okay, dort an muss ich den Ball schiessen. Und stell dir jetzt vor, jetzt haben wir kein Goal, stell dir vor, es hat ganz viel Goal. Und alle würden umeinander rennen, die ganze Mannschaft wäre mega beschäftigt. Und jeder schiesst. Irgendein Goal hier. Aber ohne Vision und Ziel ist jeder Weg richtig. Und jeder Weg, ob es dir passt oder nicht.
Ohne Vision ist keine Kraft, keine Freude, keine Motivation. Und schaut, Leute, es führt ganz oft zu Streit. Weil man dann sagt, wieso musst du immer ins Fitness zum Mann? Wie ist das Ziel, möglichst schön auszusehen für die Frau? Oder wie sagt sie, wieso, oder er sagt, wieso musst du immer deine Freundin einladen? Wieso muss das Haus immer voller Leute sein? Und so reiben wir aneinander. Und darum haben wir auch die Karten gemacht auf euren Stühlen. Und nehmen die mit, es hat zwei Fragen, es hat eine Umsetzung. Zum Überlegen, hey, was sind die Werte, die wir leben? Was ist unser Ziel? Wo reiben wir aneinander? Wo haben wir das Bildziel, wo überall Goal sind? Und jeder macht und ist mega beschäftigt, aber ist nicht am Gewinnen. Es geht nicht vorwärts. Und dann eine Umsetzung, wo es darum geht, mal die wichtigsten Werte. Oder Werte definieren unser Handeln hin zu diesem Ziel. Was sind unsere wichtigsten Werte? Und ich glaube, es ist unwertvoll, dass man mal überhaupt weiss vom Partner, was sein Ziel ist. Ich glaube, zu oft reden wir gar nicht drüber. Und machen einfach. Und ohne, dass ich weiss, was mein Partner, meine Partnerin, was sein Ziel ist, dann ist es so wie ein Fußballfeld ohne Goal. Vision bedeutet, ein klares Ziel zu haben, wohin gehen wir. Und ich glaube, es sind zwei Ziele. Einerseits ist das Ziel für meine Frau, für meinen Mann. Du hast zuerst einmal eine Vision für deinen Partner. Und dann eine Vision als Ehepaar, zu sagen, wir möchten miteinander dorthin gehen. Ich sage mit dem nicht, alle müssen die genau gleichen Ziele haben. Du musst die gleichen Ziele haben wie dein Ehepartner. Aber voneinander das Wissen, das bewahrt vor ganz viel Streit und Missverständnis. Kennst du die Träume vom anderen? Weil er gesagt hat, hey, am Anfang haben wir auch stark viel über das geredet. Kennst du jetzt die Träume von deinem Partner, deiner Partnerin? Jetzt Vision, Ziel ist immer so etwas auch Schwieriges. Wie finde ich jetzt das raus? Stell dir vor, ihr wärt 50 Jahre verheiratet. Wow, gratuliere. Meisterleistung, ihr lernt alle Freunde ein. Und die Freunde, die haben alle Rede vorbereitet, wo sie sagen, was haben wir in euch inne gesehen und wie haben wir von eurer Beziehung können profitieren. Und die Rede, die wird zeigen, was für Wert hast du gelebt und welche Ziele hast du verfolgt. Manchmal hilft es, so von der anderen Sicht her anzuschauen und zu sagen, ja, wie sieht denn das aus? Und ich glaube, auch Vision kannst du erst dann effektiv umsetzen, wenn sie deinem Herzen brennt. Wenn du sagst, hey, ich habe so eine Leidenschaft, dass junge Leute gut mit ihrem Geld umgehen. Darum baue ich oder gründe ich etwas, baue etwas auf, wo Menschen, Jugendliche können hinkommen und ich lehre ihnen, wie sie mit dem Geld umgehen können. Und wenn das in deinem Herz brennt, dann ist das eine Vision, ein Ziel, das sich lohnt, für hinzugehen und zu sagen, das setze ich jetzt um. Vision, Ziel. Was ist eigentlich schwieriger, als ein gemeinsames Ziel zu definieren oder zu benennen? Die Umsetzung. Die Umsetzung ist etwas ganz Schwieriges. Es ist auch schnell mal ein Ziel zu definieren und zu sagen, dort möchten wir hingehen und ich möchte meine Frau an dem und dem Aspekt zum Fliegen bringen. Aber die Umsetzung, wie mache ich jetzt das? Wie komme ich zu dem Ziel? Wie können wir miteinander zu dem Ziel? Wie sieht denn die Umsetzung aus als Paar? Das ist, das ist schwierig. Und das möchten wir jetzt am Schluss anschauen und zwar auch wieder mit einem Gegenstand. Der Gegenstand ist so ein altes Fernglas. Und der erste Punkt von der Umsetzung ist,
Mal schauen, ob ich da irgendjemand sehe, der am Schlafen ist. Ja, nein. Der erste Punkt ist Fokus. Auf was fokussierst du dich? Auf was fokussiert ihr euch? Und es hilft zu sagen, was sind die 1 bis 3 wichtigsten Sachen? Was ist das entscheidende Ziel, das dazu führt, dass die Beziehung funktionieren kann? Was braucht ihr gerade jetzt im Moment, dass es funktionieren kann? Oder bei mir war das, ich am Anfang von unserer Beziehung habe ich meine Frau ganz oft mit anderen Frauen verglichen und habe ihr Äußeres bemängelt. Habe das nicht schön gefunden, das nicht toll gefunden, das nicht toll gefunden. Und das war schwierig, vor allem für meine Frau. Und ich habe es manchmal nicht offensichtlich gesagt, aber ich glaube ganz fest, Frauen merken das. Ob man sie anschaut mit, wow, was habe ich für eine tolle Frau, oder wenn man ständig denkt, ja, aber das müsste noch so sein, das müsste noch so sein. Was ist jetzt die Umsetzung? Und für mich hat es geholfen, zu sagen, okay, ich möchte den Fokus auf das setzen, was ich attraktiv und schön finde. Ich schaue so durch das Fernglas durch, ich schaue auf das, was toll ist, wo ich schön finde. Und das hat zu einem dreifachen Fokus geführt. Einerseits, eben, dass ich das gesehen habe, was wirklich auch schön ist. Plötzlich habe ich gedacht, wow, wie so ein Trottel, dass du das nicht schon vorher gesehen hast. Das ist so schön, so attraktiv, das gefällt mir so. Und der zweite Fokus war, dass ich angefangen habe, ich bin zu Jesus gegangen und gesagt habe, wie siehst du meine Frau? Und angefangen, mit seinem Blick meine Frau anzuschauen. Und plötzlich dachte ich, wow, was ist das für ein Potenzial? Ich bin der glücklichste Mann auf dieser Welt. So gut. Und der dritte Fokus war, dass ich das, was ich gesehen habe, auch ausgesprochen habe. Und mit Wertschätzung. Dass ich ihr mit Wertschätzung, dass ich gesagt habe, ich möchte jeden Tag etwas Wertschätzendes sagen. Und der Blick auf das, was schön ist, das Aussprechen von dieser Wertschätzung, hat meine Frau in meinen Augen auch wertvoll gemacht. Das ist der Fokus. Fokus auf das zu richten, was wertvoll ist, jetzt in meinem Beispiel. Und Fokus heisst auch, dass man auch Ziel streichen tut. Dass man Goal auch streichen tut und sagt, okay, es hilft, einen Fokus zu haben. Wie kann ich meine Frau, meinen Mann zum Fliegen bringen? Ein Fokus zu haben, ein Ziel zu haben, wie können wir unsere Paarbeziehung so gestalten, dass sie zum Fliegen kommt. Wieso ist das wichtig? Wenn es gesehen kann im Fußballspiel, wenn du zu viel Goal hast, zu viele Sachen möchtest auf das Mal erreichen, wirst du nichts erreichen. Der zweite Punkt, an dem Fernglas hat so ein Rädli, wo man kann trüllen. Und wenn man da trüllt, dann wird es ein scharf oder unscharf. Und der zweite Punkt ist, an welcher Schraube kannst du drüllen? Nicht der andere. Oder? Wir möchten meistens so ein bisschen, ja, der andere sollte sich mal verändern, der andere müsste sich mal Mühe geben. Aber nein, es geht um dich. Nur du kannst dich verändern. Und in einer Partnerschaft, da gibt es eine Messgröße und eine Einflussgröße. Das klingt jetzt ein bisschen technisch und kompliziert, das ist ganz einfach. Gewisse Sachen kannst du nicht verändern in deiner Beziehung. Aber es gibt Sachen, die du kannst verändern. Messgröße ist das, was aussen dran sichtbar ist. Messgröße ist, wie viele Kinder du hast. Messgröße ist, wie es von aussen aussieht, eure Paarbeziehung. Messgröße könnte sein, wie oft Sex du hast pro Woche. So Sachen, gut, das ist hoffentlich auch nicht so sichtbar. Aber einfach die Sachen, die von außen sichtbar sind. Und dann gibt es eine Einflussgröße. Eine Einflussgröße heisst das schon, dort, wo du kannst Einfluss haben kannst. Und das ist so wie ein Waage. Wenn die Einflussgröße zunimmt, dann wird die Messgröße immer grösser. Und Einflussgröße könnte jetzt zum Beispiel sein, dass du sagst, hey, ich bin so absorbiert in meinen Gedanken, in der Stube gibt es eine handyfreie Zone.
dass ich wirklich, wenn meine Frau etwas sagt oder so, oder wenn ich mit meinem Schatz unterwegs bin, wenn wir im McDonald's sind oder so, dass ich wirklich sie anschaue, zuhöre und verstehe, was sie sagt. Und das wäre ein Einflussgröße. Ich stelle mein Nattel ab und dann wird die Messgröße wird sichtbar, in dem, wie eure Beziehung aussieht. Die Frage ist, an welcher Schraube kannst du drüllen, dass eure Beziehung oder euer Team zum Fliegen kommt? Was kannst du tun? Was ist deine Verantwortung? Und wir haben es ja gehabt, in der ersten Ehe, dass Gott sagt, das ist das Mandat, das ich dir gebe. Keine Liste, ich gebe dir das Mandat. Wie kannst du deiner Beziehung Sorge tragen, dass sie zum Fliegen kommt? Was kannst du tun, dass sich deine Frau geliebt vorkommt? Was kannst du tun, damit schlechte Einflüsse abgewiesen werden, eure Beziehung geschützt wird? Und ein Beispiel so im Trüllen von dieser Schraube ist, ich bin letzte Woche heimgekommen, da der Berghut trampelt außer Atem und einer von meinen Söhnen kommt gerade auf mich zu rennen und sagt, Papi, in der Loch hat es in der Wand hat es ein Loch. Und das ist ein Zimmer, das ich selber gebaut habe, so ein Bandraum. Und er war ganz außer sich, weil er mir geholfen hat. Und ich habe einfach so ein schönes Bild gefunden. Ich glaube, das, was wir selber bauen und entwickeln, das schmerzt uns besonders, wenn nicht Sorge daran gehalten wird. Und ich glaube, Gott geht es genauso, wenn wir unseren Beziehungen nicht Sorge tragen, dann schmerzt ihn das. Und mein Sohn hat das richtig geschmerzt, dass das Loch hat, mich natürlich auch. Und meine Frau ist gerade rausgekommen und hat gesagt, tief einschnaufen, weil sie weiss, mich stressen so Sachen. Er hat so viel investiert und dann kommen die Kinder, Nachbarskinder, und machen die Sachen kaputt. Und es war nicht so ganz klar, wer es gemacht hat. Und es ist dann rausgekommen, es war effektiv der Nachbarsbub, der einfach mal hässig war und reingeinkert hat. Da hat es ein Loch gegeben. Es war nicht eine Betonwand, keine Angst, unser Haus hebt. So ein Trockenbaumauer. Und dann bin ich mit dem Nachbarsbub angegangen, wir haben den Schaden angeschaut und ich habe ihm gesagt, hey, bei uns darfst du sagen, wenn etwas kaputt geht. Und ich glaube, das hat etwas ausgelöst bei diesem Bub, der versucht, das zu vertuschen. Und so können wir, kannst du an diesem Rädchen drüllen und sagen, was kann ich dazu tun, dass wir eben die Kultur haben, das Ziel haben, zu sagen, wir möchten ein offenes Haus haben, wo Menschen zu uns kommen können und Gottes Güte und Liebe erleben können. Und das heisst halt manchmal auch, dass Sachen kaputt gehen. Aber wenn ich das Ziel habe, zu sagen, ich möchte gern, dass Menschen zu uns kommen können und Gottes Liebe, Annahme und Güte erleben können, ja, dann ist es an mir, zu sagen, ich möchte das ausleben. Der dritte Punkt von der Umsetzung ist der Spielstand. Stell dir vor, Ping-Pong spielen, du bist doch hier am Hin- und Herbälle, so. Und dann plötzlich sagt jemand, komm, wir spielen auf 21, auf einen Punkt, Punktestand. Wir sind nachher alle viel fokussierter. Viel konzentrierter, nehmen es viel ernster, das ganze Spiel. Und ich glaube, in einer Ehebeziehung ist es auch wichtig, oder in einer Partnerschaft, in einem Team ist es auch wichtig, dass du weißt, wo du stehst. Wie steht es? Wie beim Fußballspiel. Du kommst irgendwo nach der Pause, nein, das Spiel läuft, du kommst aus dem WC raus. Die erste Frage ist, was steht, wie steht es? Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das Fernglas kann man ja kehren. Und dann hat man ja den Weitwinkel, dass man mal anschaut und sagt, wo stehen wir? Was ist der Ist-Zustand? Wo haben wir Goal geschossen? Wo haben wir vielleicht auch das Goal kassiert?
Und ich möchte einfach ermutigen, geht heim und trinkt eine Flasche Wein und feiert das. Feiert das, wo gut läuft, wo ihr ein Ziel erreicht habt, ein Teilziel erreicht habt. Fangt an zu feiern und sagen, wow, ich finde es so gut gegenüber deinem Partner, wie du die Annahme lebst. Der vierte Punkt ist, dass wir mal das Fernglas mal anstellen. Nicht immer nur über Ziele und Visionen und so redet, sondern der vierte Punkt ist Rechenschaft. Das klingt nicht so toll, nicht so sexy, Rechenschaft. Aber ich kann euch sagen, in einem Team, wo man Visionen hat und Ziele hat und man hat keine Rechenschaft, passiert nichts. Ich glaube, es ist immer wieder wichtig, zum Anschauen, hey, was machst du? Was mache ich? Wie kann ich dich helfen, unterstützen, dass du deine Aufgaben kannst erfüllen? Und ich glaube, in einer Paarbeziehung ist es ganz, ganz wichtig, dass man immer wieder anhockt. Und es ist gar nicht darum, irgendwo eine Liste zu führen und zu sagen, das hast du nicht erreicht und das hast du nicht erreicht. Sondern, dass man mit einer Offenheit einander auch Einblick gibt, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Und einander auch fragt, hey, wie kann ich dich unterstützen? Wie kann ich dir helfen, dass wir das Ziel miteinander erreichen? Oder dass du das Ziel, das du hast, an deinem Job, an deinem Arbeitsplatz erreichen tust. Und dass man vielleicht auch fragt, hey, fühlst du dich verstanden? Fühlst du dich ernst genommen? Wie geht es dir mit mir? Mal anschauen und Rechenschaft geben. Vier Punkte für die Umsetzung. Und ich habe gesagt, die Umsetzung ist schwierig. Und vielleicht gehst du jetzt raus und sagst, wow, mega toll gewesen. Aber dann kommt der Alltag, dann kommt der Sturm. Dann kommt der Sandsturm, der alles vernebelt tut. Oder wie es der Michi gesagt hat, du siehst den Berg nicht mehr. Und das ist so schön und so gut, dass wir zu Gott gehen können. Und können sagen, hilf mir. Und das ist die Vision, die Gott für Ehebeziehung hat. Das ist die Zusammenfassung von dieser Message. Sagen, Gott hat dich beschenkt, dass du deinen Partner kannst beschenken kannst. Gott hat dich beschenkt mit Annahme, Liebe und so weiter, dass du kannst deine Familie beschenken, dein Umfeld kannst beschenken. Und die Umsetzung sieht durch Fokus, du am richtigen Schräubli, am richtigen Rädchen drüllen. Wissen, was ist der Spielstand und einander Rechenschaft abgeben. Und ich möchte dir jetzt einfach den Auftrag jetzt überlegen, was ist mein Ziel für meinen Partner, für mein Team, für meinen Wegekollegen, Familienmitglied, was auch immer. Was ist mein Ziel, um diese Person zum Fliegen zu bringen? Was kann ich tun, dass es dieser Beziehung gut geht? Du musst die Augen zumachen, Gott fragen, in dein Innere einhorchen. Vater im Himmel, danke, dass du uns nicht allein lässt, sondern dass du sagst, ich gehe dir voran, ich bin dir vorangegangen und ich habe durch den Tod am Kreuz habe ich die Tür weit aufgemacht, dass du zu mir kannst kommen, um beschenkt zu werden. Um die Annahme zu erleben, um die Liebe zu erleben, wo du kannst weitergehen. Komm zu mir. Ich möchte dich reich beschenken, ich möchte dich einladen an den Tisch. Ich möchte dir alles geben, was du brauchst, um eine Beziehung zu leben, wo immer mehr ein paralleles Abbild ist, wie Jesus mit seiner Gemeinde umgeht. Danke, dass du uns nicht allein lässt, gerade auch wenn es ein Sandsturm ist. Danke, dass du uns mitkommst, auch in diesen Gesprächen, in diesen Umsetzungskarten. Danke, dass du uns liebst. Hey, danke, dass du heute dabei bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott hast näher kommen.
Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488, mit dem Keyword Silben und einem Betrag. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silben.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.